Hexen, weise Kräuterfrauen oder kinderfressende Monster. Seit Jahrtausenden ranken sich Legenden und Mythen um die magischen Frauen. Hexerei kann auch dunkel und dämonisch sein. Hexen wandeln zwischen den Welten und hüten verborgenes Wissen. Sie kennt eben auch magische Kräuter. Und damit kann sie einen Liebeszauber bewirken. Die Angst vor ihnen führt immer wieder zu gnadenloser Verfolgung. Wir haben Gruben mit verbrannten Menschenresten. Sie können theoretisch von Exekutionen mit dem Feuer stammen. Die Faszination aber für Hexen und ihren Zauber hält sich bis heute. Hexen glauben an eine feinstoffliche Ebene, wo sozusagen diese Energien, mit denen wir arbeiten, wirken können. Doch was steckt hinter dem Mythos? Und warum glauben Menschen an Magie? Große Mythen der Menschheit. Seit Jahrtausenden ziehen sie uns in ihren Bann, geben Rätsel auf und befeuern unsere Fantasie. Doch was, wenn die Legenden mehr sind als reine Fiktion? Forscher weltweit versuchen, die großen Rätsel der Geschichte zu entschlüsseln. Salem, Massachusetts, 1691. Die Tochter und die Nichte eines puritanischen Predigers verhalten sich plötzlich, als wäre etwas in sie gefahren. Sie schreien, haben Krämpfe, sind durch nichts zu beruhigen. Der herbeigerufene Arzt kann keine Ursache feststellen. Die Hexenprozesse von Salem fanden zwischen 1692 und 1693 statt und gingen auf die unerklärlichen Krampfanfälle von zwei Mädchen zurück. Der Arzt vermutete, dass teuflische Mächte dahinter steckten. Der Verdacht fällt schnell auf die karibische Haussklavin Tituba. Sie gesteht und behauptet das Unglaubliche. Sie sei eine Hexe. Im Verhör beschuldigt sie weitere Frauen, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Es ist der Beginn einer verheerenden Hexenjagd. Im Laufe von 2 Jahren wird fast die Hälfte der 500 Frauen und Männer Salems der Hexerei beschuldigt. 19 sterben am Galgen. Die Hexenprozesse von Salem sind das Ergebnis eines Wahns, der eine ganze Siedlung erfasst. Hexerei ist für die Menschen des 17. Jahrhunderts real. Tödlicher Aberglaube mit tiefen kulturellen und historischen Wurzeln. Der Mythos der Hexe erneuert sich ständig durch unsere Beziehung zur kulturellen Rolle der Frau, zur Magie und zur Weiblichkeit. Heute begegnen wir Hexen vor allem in Märchen und Legenden und in der Popkultur. In Filmen und Serien werden Hexen als starke Heldinnen mit übernatürlichen Kräften dargestellt. Sie fliegen auf Besen, brauen Zaubertränke und können natürlich zaubern. Fast immer zum Wohle ihrer Mitmenschen. Aber es geht auch anders. Wenn sie sich dem Bösen verschrieben haben, machen sie als furchterregende Zauberweiber Jagd auf ihre Opfer. Gute Hexen, böse Hexen? Woher kommt diese verblüffende Bandbreite? Die wohl berühmtesten Hexenstories stammen aus dem 19. Jahrhundert. Aus der Feder der Brüder Grimm. Etwa das Märchen von Hänsel und Gretel. The Grimm Brothers' story of Hansel and Gretel. Mit Hänsel und Gretel und der Hexe im Wald haben die Brüder Grimm dazu beigetragen, das Stereotyp der bösen Hexe zu stärken. Eine listige alte Frau, die Kinder auffrisst. Fern der Zivilisation, versteckt im Wald. In der Grimmwelt Kassel ist das Lebenswerk der Märchenbrüder zu besichtigen. Darunter die originalen Versionen der Kinder- und Hausmärchen mit handschriftlichen Anmerkungen. Sie zeigen,
Die Brüder haben ihre Geschichten eifrig weiterentwickelt. Die Märchenexpertin Katrin Pöger-Alder will dem Ursprung der bösen Hexe auf die Spur kommen. Man fragt sich natürlich, wie der, sagen wir, Archetyp der bösen Hexe gestaltet wurde. Und das lässt sich in diesen verschiedenen Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen sehr schön nachverfolgen. In einer frühen Version von 1812 beschreiben die Grimms ihre Hexe als kleine, alte, aber menschliche Frau mit Zauberkräften. Erst im Laufe der Jahre wird sie zur monströsen Schreckgestalt und eigenen Spezies. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen. Aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn Menschen herankommen. In den Grimmschen Märchen erlebt das Bild der Hexe also eine dramaturgische Zuspitzung. Vom Menschen zum Monster mit animalischen Eigenschaften. Diese Vielfalt zeigt sich auch in den Illustrationen. Mal ist die Hexe eine alte Frau mit langer Nase und warzigem Kinn, mal eine Horrorgestalt mit Hunger auf Menschenfleisch. Das Ganze dient dem Zweck, in diesem Text das Böse deutlich herauszustellen, damit am Ende auch das Verbrennen der Hexe als logische Folge erscheint. Nur wenn das Böse beseitigt ist, kann das Gute umso besser strahlen. Die Grimms machen so ihre Hexe zur boshaften Gegenspielerin einer aufgeklärten Gesellschaft. Dabei sind mächtige Frauenfiguren mit Zauberkräften viel älter und nicht auf Mitteleuropa beschränkt. In der slawischen Mythologie etwa lebt die Baba Yaga in einem Haus mit Hühnerbeinen, isst Kinder, fliegt in einer Mörse umher und tritt mitunter als listige Ratgeberin in Erscheinung. Im Norden besingen finnische Epen die mächtige Hexenkönigin Lohi. Als übergroßer Adler attackiert sie ganze Armeen, während ihre Söhne Seuchen und Krankheiten übers Land bringen. Die keltische Hexe Kaljach sucht Britannien mit Naturgewalten heim. Mit ihrem Hammer kontrolliert sie Sturm und Blitze und gilt auch als Verkörperung des Winters. In Japan soll Yamauba in den Bergen leben. Als junge Frau verkleidet, kann die greise Gipfelhexe ihre Haare in Schlangen verwandeln und hat es besonders auf verirrte Wanderer abgesehen. Alle diese Vorstellungen sind fantastisch und erschreckend zugleich. Der deutsche Name Hexe stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie die Zaunreiterin. Ein Hinweis auf die Fähigkeit, zwischen den Welten zu wandeln. Eine Besonderheit, die auch die Brüder Grimm aufgreifen. Wilhelm und Jakob in ihren Märchen, ihr jüngerer Bruder Ludwig Grimm in seinen Zeichnungen. Und hier können wir noch mal sehen, dass er vielleicht auch die Vorstellung im Sinne hatte, dass die Hexe eine Art Jenseitsfigur ist. Das Bild zeigt zwei Kinder zwischen Gut und Böse. Auf der einen Seite die Hexe im Schatten, auf der anderen die Zivilisation als lichtdurchflutete Stadt. Beide Welten sind durch eine Grenze getrennt, das Wasser. Es gelingt auch nur den Menschenkindern sozusagen, weil ja die Jenseitswelt sozusagen die Anderswelt, das Zauberische, separiert ist. Eine ganz traditionelle mythologische Vorstellung, die wir schon in der griechischen Mythologie haben. Die Hexe als Botin aus einer anderen Welt. Eine Vorstellung, die bis in die Antike zurückreicht. In Kunst und Literatur finden wir seit jeher verschiedene Repräsentationen der Hexe. Da gibt es Malefiza, die Bösartige, und Maga, die Zauberin. Aber auch Saga, die Hellseherin, und natürlich die Striga, das ungeheuerliche alte Weib. Die Vielfalt der Begriffe weist darauf hin, der Hexenmythos ist reicher und komplexer als nur das kinderfressende Scheusal aus Grimms Märchen. In der Unibibliothek Leipzig forscht der Theologe Marco Frenschkowski
zu den historischen Wurzeln der Hexengestalt. Er setzt dort an, wo seit mindestens 3000 Jahren die göttliche Welt auf die menschliche trifft, in der antiken Mythologie. Wir haben durchaus in der griechischen und lateinischen Literatur eine ganze Reihe von Passagen, in denen Hexen geschildert werden. Allerdings ist das Literatur. Wir wissen also immer nicht so genau, ob das reale Praxis ist. Eine der berühmtesten Geschichten der Antike erzählt von der Begegnung der Zauberin Kirke mit dem griechischen Helden Odysseus. In Homers Ilias wird sie als verführerisch schöne Göttin beschrieben, umgeben von zahmen Löwen und Wölfen auf einer Insel. Odysseus Gefährten mischt sie Zauberkräuter ins Essen und verwandelt sie so in Schweine. Die magische Kunst, die Kirke oder Circe, wie wir auch sagen, besitzt, ist, dass sie unter anderem magische Worte kennt, Zauberei, aber sie kennt eben auch magische Kräuter. Und damit kann sie einen Liebeszauber bewirken. Als Tochter des Sonnengottes Helios besitzt Kirke übernatürliche Kräfte. Zusätzlich nutzt sie Mittel, zu denen auch Sterbliche Zugang haben. Zauberformeln und Kräuterkunde. Im 2. Jahrhundert nach Christus beschreibt der römische Schriftsteller Apuleius in seinem Roman Metamorphosen eine weitere Frau, die mit magischem Wissen zur Verführerin wird. Der Erzähler schaut heimlich dabei zu, wie die Hexe Pamphile ihren Körper mit einer Kräutersalbe einreibt. Daraufhin wachsen ihr Federn und vogelartige Krallen. Am Ende verwandelt sie sich in einen Uhu und fliegt zu ihrem Geliebten. In früheren Traditionen finden sich magische Aspekte besonders bei Göttinnen und ähnlichen himmlischen Frauengestalten. Oft waren das wunderschöne, verführerische weibliche Figuren. Erst später wurden diese Eigenschaften dunkler und dämonischer. Ihre Zauberei wurde nun eher mit alten, listigen Hexenweibern verbunden, die wiederum mit Aspekten des Todes in Verbindung stehen. Eine solche Figur findet Professor Frenschkowski schon in der antiken Literatur. Erichtho, Hexengestalt und Totenbeschwörerin aus dem Epos Pharsalia des römischen Dichters Lukan. In diesem berichtet er vom Bürgerkrieg zwischen Caesar und dem Senat im 1. Jahrhundert vor Christus. Erichtho hause in Thessalien, so Lukan, ein vom Schicksal verdammtes Land im Norden Griechenlands. Alles, was dorthin komme, sei unheilvoll und grausam. Thessalien gilt in der Antike tatsächlich als Heimat von Magie und Zauberei. Thessalische Zauberinnen seien so mächtig, dass sogar Götter vor ihnen Angst hätten. Und Erichtho sei die schrecklichste von ihnen. Sie lebe in verlassenen Gräbern und diene den Göttern der Unterwelt. Ihre Gestalt sei mager und grässlich. Ihr Schlupfloch verlasse sie nur bei Sturm und Dunkelheit. Weil sie kaum Licht sehe, überziehe sie eine Todesblässe. Ihr Haar sei wild, ihr Atem vergiftet die Luft und alles sterbe unter ihren Schritten. Antike Horrorliteratur, die mit den Ängsten der alten Römer spielt. Während Figuren wie Kirke und Pamphile mit ihrer Magie verführen, steht Erichtho für Tod und Verderben. Schon in der Antike pendeln Hexen zwischen Faszination und Furcht. Doch was sagt das über den Ursprung? Gibt es einen wahren Kern? Wenn wir heute nach diesen Dingen zurückfragen, fragen wir natürlich nach der gesellschaftlichen Realität, wir fragen nach den Riten, wir fragen nach dem, was Menschen geglaubt haben, wir fragen nach Magie als Teil der Lebenswelt von Frauen und Männern in der Antike und aber eben auch in der späteren Zeit. Das ist der eine Aspekt der Sache. Wir fragen aber natürlich auch nach den sich darin spiegelnden Wirklichkeiten. Also was für eine Wahrnehmung von Wirklichkeit, was für eine, sagen wir mal, Inszenierung von Wirklichkeit spiegelt sich denn in dieser Magiepraxis? Rund 140 magische Handschriften in der Unibibliothek Leipzig könnten bei dieser Frage weiterhelfen. Sie stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert und geben Einblick in alltägliche magische Praktiken. Jeder, der das sieht, erkennt das sofort wieder, weil es das heute noch also in etwas kindlicher, infantilisierter Form gibt. Das ist ein Abracadabra.
Eine Zauberformel mit einer mehr als 2000-jährigen Geschichte. Sie wird als sogenannter Schwinde-Zauber gegen Fieber und Malaria eingesetzt. Mehrfach und jedes Mal verkürzt ausgesprochen, vertreibt sie die Krankheit. Hexerei und der Glaube an das Übernatürliche sind tief verwurzelt in der Menschheitsgeschichte. In der modernen westlichen Vorstellung von Hexerei greifen wir dieses uralte Bedürfnis auf, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Auf der Suche nach antiken magischen Ritualen reist Professor Franschkowski nach Rom. Hier machen Archäologen Ende der 1990er einen erstaunlichen Fund. Bei Bauarbeiten kommt ein antiker Brunnen zum Vorschein, genutzt seit dem 4. Jahrhundert vor Christus. Darauf eingraviert Nymphis Sacratis Annae Perennae, den heiligen Nymphen von Anna Perenna. Gewidmet ist der Brunnen Anna Perenna, einer römischen Göttin, der traditionell am 15. März mit viel Wein gehuldigt wird. Die Anzahl der getrunkenen Becher symbolisiert die weiteren Lebensjahre der Feiernden. Hinter dem Brunnen entdecken die Forscher eine noch größere Überraschung. Geheimnisvolle Überreste von magischen Ritualen. Fluchtafeln und Wachspuppen deuten auf dunkle Magie hin, auf sogenannte Schadenszauber. Der uralte menschliche Wunsch, übernatürlichen Einfluss auf das eigene Leben oder das einer anderen Person zu nehmen. Das Museum der Therme di Diocleziano in Rom stellt einige dieser Funde aus. Sie gewähren Einblicke in die kaum erforschte Welt der magischen Rituale im alten Rom. Was verraten Sie über die damaligen Praktiken? Archäologinnen und Archäologen gehen heute davon aus, dass die Puppen genutzt wurden, um anderen Menschen Schaden zuzufügen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Ähnliche Puppen wurden auch für Liebeszauber benutzt. Fest steht, die kleinen Figuren bestehen aus organischen Materialien wie Wachs, Milch und Mehl. Röntgenaufnahmen bringen auch Tierknochen mit magischen Inschriften zum Vorschein. Die Puppen wurden in Bleibehältern gefunden, adressiert an den mächtigen Dämonen Abraxas. Einer der Flüche ist auch bildlich dargestellt. Wir sehen hier eine Person, die sich nicht bewegen kann. Sie ist eingesperrt, gefesselt, von einer Schlange umschlungen und einem Nagel durchbohrt. Zusätzlich wurde sie in einem dreifach verschlossenen Behälter gefangen gehalten. Ob der Fluch seinem Opfer tatsächlich geschadet hat, ist nicht überliefert. Doch die Funde zeigen, Magie gehört im römischen Imperium zum Alltag. Obwohl Magie Teil der Lebenswelt antiker Menschen ist, hat es auch bestimmte Formen von Magie gegeben, die also dem anderen schaden. Die werden durchaus auch verfolgt, staatlich verfolgt und kriminalisiert. Und das ist vor allem der Schadenzauber. Denn trotz ihrer Popularität sind einige magische Handlungen im Römischen Reich offiziell verboten. Besonders Verwünschungen und Schadenszauber gelten als Verbrechen. Mit der Christianisierung bekommt die Hexerei ab dem 4. Jahrhundert noch eine weitere Dimension. Magische Praktiken werden als Abkehr von Gott gedeutet. Hinweise darauf gibt es im Kirchentext Canon Episcopi aus dem 10. Jahrhundert. Danach sollen sich Frauen vom Teufel täuschen lassen und Hexenglauben im Volk verbreiten. Allerdings richtet sich das Schriftstück nicht gegen die vermeintlichen Hexen selbst, sondern verurteilt nur den Glauben an Hexerei als Wahnvorstellung und Ketzerei. Erst im Mittelalter verfestigt sich die Vorstellung, Hexen seien real und mit dem Teufel im Bunde. In 1419 fällt in einem Strafprozess im schweizerischen Luzern
das erste offizielle Urteil wegen Hexerei. Die Menschen glaubten, dass Engel und Dämonen, Götter und Teufel tatsächlich in ihr Leben eingreifen. Und Hexen wurden zu denjenigen, die direkt mit diesen in Verbindung standen. Ein Buch steht wie kein anderes für die beginnende Hexenverfolgung. Malleus Maleficarum des Dominikanermönchs Heinrich Kramer von 1486. Der sogenannte Hexenhammer. Das Buch richtet sich vor allem gegen Frauen. Diese zweifelten nicht nur schneller am christlichen Glauben, sondern seien leichter bereit, ihm abzuschwören. Die Ursache dafür sieht Kramer in unersättlicher Begierde, die die Frauen dann im Bunde mit dem Teufel zügellos auslebten. Damit erklärt er im Grunde die Hälfte der Bevölkerung zum Feind, die mit dämonischer Fleischeslust die göttliche Ordnung zu Fall bringen wolle. Es ist der Beginn einer Ära der Massenmorde in Europa. Sie wird begünstigt vom Klima. Im ausgehenden Mittelalter spielt plötzlich das Wetter verrückt. Es ist der Beginn der sogenannten kleinen Eiszeit. Lange kalte Winter und nasse regnerische Sommer führen zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert zu schlechten Ernten. Dazu kommen Krieg, Seuchen und Tod. Seht nur, wie der Herr uns bestraft hat. Das ist nicht der Herr. Das Werk der Hexen. Wir suchen nach kausalen Erklärungen für Sachen, die uns passieren. Das wird zum Problem, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht verstehen. So wurden die Hexen zu Sündenböcken. Und man versuchte, Herr der Lage zu werden, indem man gegen sie vorging. Ein Trugschluss mit tödlichen Folgen. Aktuellen Schätzungen zufolge fallen allein in Europa bis zu 60.000 Menschen, meist Frauen, der Hexenverfolgung zum Opfer. Verurteilt nicht von kirchlichen, sondern von weltlichen Behörden. Die großen Institutionen, also Kirche, Staat und Wissenschaft, haben sich darauf eingelassen. Sie bestätigten den Glauben der Menschen. Das machte die Hexe in der frühen Neuzeit zum Staatsfeind Nummer eins. Sie musste komplett vernichtet werden, um nicht als Wiedergängerin zurückzukehren. In Allensbach in Baden-Württemberg könnten Spuren auf diese Verfolgung hinweisen. Auf einer 700 Quadratmeter großen Hinrichtungsstätte finden Archäologen das Fundament eines Galgens und zahlreiche Brandgruben. In ihnen verscharrt menschliche Knochenreste. Wurden hier Hexen hingerichtet? Im Landesdenkmalamt Baden-Württemberg untersuchen der Anthropologe Michael Franken und der Archäologe Jürgen Halt die Funde. Wir haben Gruben mit verbrannten Menschenresten. Sie können theoretisch von Exekutionen mit dem Feuer stammen. Es können aber auch nur Reste von Verbrennungen von Leichen sein. Auch das wissen wir, dass zum Teil gehängte Personen dann verbrannt wurden, dass der Körper eben als zusätzliche Strafe auch fürs Jenseits dann quasi vollständig zerstört wurde. Das wäre in diesem Fall möglich. Auf der Suche nach den Hintergründen helfen Archivar Friedemann Scheck Akten aus dem 16. Jahrhundert. Zwischen 1575 und 1585 sind 14 Hinrichtungen wegen Hexerei belegt. Die Opfer, 13 Frauen und ein Mann. Darunter eine Mutter und ihre Tochter. Die Mutter stirbt in Haft und wird auf der Richtstätte verscharrt. Ihre Tochter überlebt und gesteht, eine Hexe zu sein und beschuldigt schließlich ihre verstorbene Mutter. Damit gilt dann auch die bereits Verstorbene als Hexe überführt. Und sie wird dann, der Leichnam von ihr wird dann wieder ausgegraben und im Nachhinein noch verbrannt. Feuer wird damals eine göttliche Wirkung zugeschrieben. Eine vom Teufel besessene Seele könne durch Flammen für das Himmelreich gereinigt werden. Gleichzeitig soll es, wie andere Bannenriten auch, vor Wiedergängern schützen.
In den christlich-europäischen Traditionen glauben die Menschen, dass das Verbrennen eines Körpers die Wiedergeburt verhindert. Es war die ultimative Hinrichtungsmethode. Um wen es sich bei den Opfern handelt, zeigen Prozessakten aus dem frühen 17. Jahrhundert. Überlingen am Bodensee, 1608. Margarita Salzmennen wird verdächtigt, eine Hexe zu sein. Im Ort ist sie als Prostituierte bekannt. Nach dem Tod ihrer Tochter soll sie sich einen besonderen Freier genommen haben, den Teufel persönlich. Sie soll einen Pakt mit ihm geschlossen haben und zum Hexentanz fliegen können. Ihre neu gewonnenen Kräfte habe sie dann genutzt, um sich für Beleidigungen zu rächen und Menschen zu töten. So die Anklage. Die Strafe, der Scheiterhaufen. Margarita Salzmennen ist eines von 20 Opfern, die zwischen 1529 und 1615 allein in Überlingen wegen Hexerei hingerichtet werden. Für Historiker Johannes Dillinger eine Stadt, an der sich der Hexenglaube der frühen Neuzeit gut nachvollziehen lässt. Bis heute steht hier ein Denkmal von Kaiser Karl V., der 1532 die Constitutio Criminalis Carolina erlässt, die sogenannte peinliche Gerichtsordnung. Danach dürfen Hexenprozesse nur eröffnet werden, wenn belastende Zeugenaussagen vorliegen. Auch für die Folter gibt es Regeln. Doch die werden nicht immer eingehalten. Tatsächlich wären wohl viele Hexenprozesse schon nach damaligen Standards illegal gewesen. Doch die Vorschriften werden immer wieder von örtlichen Gerichten ignoriert. Im Stadtarchiv lagern bis heute Prozessakten aus dieser Zeit. Darunter der Fall von Margarita Salzmennen. Was verraten Sie über das Opfer? Der Fall der Margarita Salzmennen ist ungewöhnlich. Sie hat ein vollständiges Geständnis abgelegt. Sie scheint aber kein Zeichen von Reue gezeigt zu haben, das die Verhörrichter offenbar erwartet haben. Quälende Folter lässt viele Angeklagte gestehen und um Gnade flehen. Die fehlende Reue der Margarita Salzmennen führt dazu, dass sie lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Die Menschen auf den Anklagebänken der Hexenprozesse waren natürlich unschuldig. Aber als Hexen wurden sie für alle möglichen Probleme und Katastrophen verantwortlich gemacht. Im Archiv findet Professor Dillinger das Tagebuch des Lateinlehrers Sebastian Pfau. Es dokumentiert die ersten 30 Jahre des 17. Jahrhunderts und auch die Hinrichtung von Margarita Salzmennen. Den 14. Juli sind drei böse Weiber, nämlich Margarita Salzmennen, die Schmierwirren genannt, Udeckerin Maria Gräfin, wegen viel boshafter Zauberei mit dem Feuer hingerichtet worden. Unter welchen die zwei seien christlich, die dritte aber, nämlich die Schmierwirren, gar unmenschlich verschieden und die ewige Verdammnis empfangen habe. Das Tagebuch gibt einen Einblick in die christliche Weltsicht der frühen Neuzeit. Er befürwortet ihre Exekution. Es wäre außerhalb seines Weltbildes gewesen, die Hexen nicht bestrafen zu lassen. Er bedauert, dass sie straffällig geworden sind, ihr Seelenheil gefährdet haben. Er hält eigens fest, dass von drei Hexen, die an einem Tag verbrannt worden sind, zwei sich bekehrt haben, die dritte aber unbußfertig gestorben sei. Das belastet ihn offensichtlich. Besonders gefürchtet sind Schadenszauber, mit denen die Hexen angeblich Krankheiten, Tod und Missernten verursachen. Die Hexe tut das Böse nur, weil sie die Dienerin des absolut Bösen, des Teufels ist. Und so kann man natürlich auch vor Gericht erklären, warum die Hexe scheinbar wahllos tötet, krank macht, schlechtes Wetter heraufbeschwört. Sie tut das auf Befehl des Teufels. Und damit ist letztlich jeder Schadensfall erklärbar. Das Konzept des Zufalls oder wissenschaftliche Erklärungen sind damals kaum akzeptiert.
So kann der Hexenverdacht jeden treffen, der irgendwie negativ auffällt. Oft Menschen am Rande der Gesellschaft und ganz besonders Frauen. Bis zu 80% der Opfer in Europa sind weiblich. Es gibt in der frühen Neuzeit die Vorstellung einer weiblichen Magie und einer männlichen Magie. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist männliche Magie. Die typische männliche Magie ist die Schatzbeschwörung. Frauenmagie dreht sich um die Zubereitung von Speisen und die Pflege von Kranken und Kindern. Lange geht die Forschung davon aus, die Hexenverfolgung habe gezielt medizinkundige Frauen getroffen, etwa Hebammen. Zeitgenössische Quellen widerlegen das. Unter den etwa 60.000 europäischen Opfern zwischen 1550 und 1650 finden sich nur wenige Hebammen. Eine blutige Kampagne gegen heilkundige Kräuterfrauen geben die überlieferten Zahlen nicht her. Im 17. Jahrhundert leitet der wissenschaftliche Fortschritt dann ohnehin eine Revolution in der Gesundheitsversorgung ein. Gleichzeitig organisieren sich mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 die Staaten im Heiligen Römischen Reich neu und festigen ihr Rechtssystem. Doch der Hexenglaube bleibt. Die Wirksamkeit von Magie zu leugnen und die Schrecklichkeit von Hexerei zu leugnen, wäre ihnen absurd vorgekommen. Der wichtigste deutsche Gegner der Hexenverfolgung, der große Friedrich Spee, kritisiert nie den Hexenglauben offen. Er kritisiert nur den Hexenprozess als Missbrauch von Justiz. Der Wahn erweist sich als langlebig. Noch 1782 fordert die europäische Hexenverfolgung ein letztes Opfer in der Schweiz. Wenige Jahrzehnte später taucht die Hexe in den ersten Fassungen der Grimmschen Märchen auf. Im Laufe der nächsten 200 Jahre erobert sie die Popkultur. Nicht zuletzt durch Figuren wie Bibi Blocksberg oder die Zauberlehrlinge aus dem Harry Potter-Universum. Doch Magie und Zauberei bleiben nicht auf Filme oder Bücher beschränkt. Eine weltweite Studie aus dem Jahr 2022 belegt, wie verbreitet der Glaube an die Macht von Hexerei noch immer ist. Besonders in ärmeren Ländern oder in als krisenhaft empfundenen Lebensumständen. Aber auch in entwickelten und vermeintlich fortschrittlichen Ländern. Auch die Menschen im Europa der frühen Neuzeit leben in krisenbehafteten Zeiten. Ihre Hilflosigkeit bestimmt ihr Weltbild. Unsere Vorstellungen der Welt, von Leben und Tod, haben erhebliche Auswirkungen auf uns, sowohl physisch als auch psychisch. Sie formen unsere Realität. Der Glaube an etwas hat nicht nur einen Einfluss auf die menschliche Psyche, sondern auch den Körper. Wie solche Reaktionen zustande kommen, untersuchen Psychologinnen und Psychologen an der Universität Marburg. Ihr Fachgebiet sind die sogenannten Placebo- und Nocebo-Effekte. In der klinischen Forschung beschreibt der Placebo-Effekt eine Verbesserung des körperlichen Zustands, obwohl nur Medizin ohne Wirkstoff verabreicht wird. Der Nocebo-Effekt beschreibt das Gegenteil. Obwohl nur ein Scheinwirkstoff eingesetzt wird, kommt es zu negativen körperlichen Auswirkungen. Beide Phänomene werden ausgelöst durch unsere Psyche, durch die reine Erwartung von Wirkung. Sind so auch vermeintliche Opfer von Hexerei zu erklären? In einem Experiment untersucht Christoph Benke, wie bestimmte körperliche Reaktionen hervorgerufen werden. Im ersten Teil des Experiments wird ein Sauerstoffmangel bei Probandinnen und Probanden herbeigeführt, sobald ein blaues Quadrat zu sehen ist. Im Kopf soll so das blaue Quadrat mit Atemnot verbunden werden. Danach folgt das eigentliche Experiment. Und jetzt werden wir die Bedingungen ändern. Wir werden keine Atemnot mehr präsentieren und schauen, ob die Person trotzdem weiterhin glaubt, sie wird Atemnot bekommen.
Wie stark wird allein die Erwartung eines Sauerstoffmangels eine körperliche Reaktion auslösen? Der psychologische Mechanismus dahinter wäre der gleiche, wie wenn jemand mit einem vermeintlichen Schadenszauber belegt wird. Wie werden Probandinnen und Probanden auf das blaue Quadrat reagieren? Jetzt kommt das blaue Quadrat. Da sehen wir es. Diesen riesen Ausschlag hier. Das ist sozusagen die Aktivierung unseres Körpers, die wir da sehen. Kann man schon sagen, das ist wahrscheinlich Angst. Persönliche Erfahrungen spielen bei solchen Phänomenen eine verstärkende Rolle. Hat jemand schon einmal eine Panikattacke erlebt, steigt die Angst vor einer erwartbaren negativen Erfahrung messbar an. Dementsprechend verschieden sind die Reaktionen bei den Teilnehmenden. Im zweiten Teil des Versuchs war es dann so, dass dann diese Atemwiderstände nicht mehr kamen irgendwann. Zu Anfang hatte ich es noch vermutet, dass sie kommen, aber am Ende, ja, dann ging so, war so ein bisschen die Gewissheit so, okay, es passiert jetzt nichts mehr. Es wurde einem erst eine Zeit lang das Symbol angezeigt, bevor dann eine Atemnot kam oder nicht. Da habe ich schon mal gemerkt, ah, ich werde nervös und ich habe jetzt Angst davor, dass ich jetzt nicht mehr atmen kann. Das einfache Experiment zeigt, wie schon ein simples blaues Quadrat Körper und Geist beeinflussen kann. Und so könnten ganz reale Kräfte vermeintliche Magie erklären. Der Placebo-Effekt, etwa beim Wirken von Heilzaubern, und der Nocebo-Effekt, wenn Menschen verflucht werden, entfalten so eine erhebliche Wirkung, die nicht angezweifelt wird. Die Zauberkräfte, die Hexen unterstellt werden, wirken also tatsächlich über Erwartung und Vorstellungskraft ihrer vermeintlichen Opfer. Wenn ein Ritual durchgeführt wird und etwas Gutes passiert, glauben wir, dass es funktioniert hat, weil wir die Neigung haben, Informationen so zu interpretieren, dass sie unsere Erwartungen erfüllen. Wenn kein positives Ergebnis eintritt, vergessen wir das, weil es im Widerspruch zu dem steht, was wir glauben wollen. Der Hexenmythos erhält im 20. Jahrhundert noch eine weitere Dimension. Feministische Bewegungen erklären die Hexe zum Symbol einer unabhängigen, starken Frau. Sie fordern sexuelle Selbstbestimmung und lehnen sich gegen die männliche Vormachtstellung auf. Die Unterdrückung der Hexe durch patriarchale Traditionen ist nicht nur die Unterdrückung der Frau. Es ist die Unterdrückung unserer Verbindung zur Natur, zur Magie und zu allem Weiblichen. Das schließt Emotionen mit ein, Intuition, Vergnügen und die Beziehung zu unserem Körper. Im 21. Jahrhundert erobern Hexen auch die sozialen Medien. Eine von ihnen ist Shisha Rainbow. 2020 startet die Berlinerin einen TikTok-Kanal und erreicht damit über 100.000 Interessierte. Leute, ihr könnt nicht darüber urteilen, ob jemand anders sich als Hexe bezeichnet. Lasst uns doch uns darüber freuen, dass wir mittlerweile so viele Fellow Witches haben. Wir haben so lange im Untergrund gelebt. Die 30-Jährige beschreibt sich selbst als moderne Hexe und will mit angestaubten Hexenklischees aufräumen. Sie schreibt auch Bücher zum Thema. Die Faszination für Hexerei und Magie beginnt in ihrer Jugend. Bei der Arbeit mit Zaubersprüchen und Formeln empfindet Shisha Rainbow, wie sie es sagt, selbstbestimmte Spiritualität. Dazu gehört für sie die Verbindung zu einer anderen Welt, fernab der eigenen wahrnehmbaren Realität. Hexen glauben an eine feinstoffliche Ebene, wo sozusagen diese Energien, mit denen wir arbeiten, wirken können, wo auch unsere Zauber wirken, wo es vielleicht auch Wesenheiten, Geister oder sonstige Arten von Entitäten gibt. Also wir glauben an eine Astralebene oder Parallelwelt oder was auch immer. Es gibt ganz viele Begriffe dafür. Heute soll ein sogenannter Loslösungszauber Thomas dabei helfen, eine unglückliche Liebe hinter sich zu lassen. Er selbst hat mit Magie keine Erfahrung.
Es ist sein erstes Ritual unter der Leitung von Shisha Rainbow. Doch bevor sie zur Tat schreiten kann, muss der Raum mit Klangschale und Räucherbündel von negativen Energien befreit werden. Nach den äußeren werden dann die inneren Energien ausgerichtet, mit Hilfe von Meditation. Mal tief ein. Die verwendeten Kerzen stehen für Thomas und der Angebetete, die Schnur zwischen ihnen für die emotionale Bindung. Brennen die Kerzen runter, soll sich die Schnur entzünden und die Verbindung kappen. Es wäre schön, wenn du dann die Augen schließt, deine beiden Hände dann hier unten beim Glas hast und das sozusagen mitfühlst, auch wenn du es nicht mitsprichst, aber mitfühlen. Okay. Dann machen wir die Augen zu. Der Brand, das Feuer trägt euch nieder. Und alte Bindungen brennen wie Fieber. Getrennt seid ihr für immer nun. Da gibt es nicht mehr viel zu tun. Und von allen Ankern bist du frei. Es ist vollbracht. Ihr seid entzwei. Und wir müssen jetzt einen Moment warten. Du kannst ein bisschen in die Entspannung gehen. An der Art, wie Kerzen und Schnur abbrennen, will Shisha Rainbow Dynamiken der Beziehung deuten. Meine Seite ist schon dran, aber trotzdem passiert nichts. Really, when we're talking about witches. Wenn wir über Hexen sprechen, meinen wir meistens Menschen mit esoterischem Wissen. Menschen, die nach Weisheit suchen, die versuchen, andere zu heilen, die nach Lösungen suchen, um ihrer Gemeinschaft zu helfen. Das sind Aspekte von Hexerei, die von modernen Praktizierenden wieder neu belebt werden. Die Zerstörung. Wie brutal. Ja, passt ja irgendwie auch das zu deiner. Ja, keine Kerze mehr. Passt ja auch irgendwie zu deiner aktuellen Situation. Ist schon sehr symbolisch. Das ist der letzte Atemzug. Ja. Wir haben jetzt ein relativ eindeutiges Ergebnis. Die Frau, die sich unter allen Umständen versucht hat zu lösen. Und der Mann, der unbedingt festhalten wollte, so sehr, dass er sogar bereit ist, sich selbst dafür zu zerstören. Ich hoffe, dass wir damit einiges verhindern konnten, was sonst wahrscheinlich genauso stattgefunden hätte weiterhin in der Zukunft. Für Thomas ist es eine intensive Erfahrung. Tatsächlich habe ich mehr gefühlt, als ich erwartet habe. Also ja, es hat schon ein bisschen einen bewegt und lässt einen aber jetzt auch so ein bisschen nachdenklich zurück. Was jetzt die Frage ist, ob das jetzt die Magie ist, die da unterwegs war, oder halt jetzt, weil man drauf geeicht ist. Moderne Magie, die immerhin im Kopf funktioniert. Religiosität und der Glaube an das Übernatürliche sind in jeder menschlichen Kultur zu finden. Sie bieten uns eine Möglichkeit, die Dinge um uns herum zu verstehen und zu erklären und Dinge zu kontrollieren, die schwer zu kontrollieren sind. So finden wir Freunde, Verbündete und ein gemeinsames Ziel. Hexen. Ein Mythos, der unsere Vorstellungskraft beflügelt und seit der Antike für Furcht und Bewunderung sorgt. Sie verkörpern das Böse, bringen Unglück und Krankheit. Gleichzeitig sind sie Symbol für weibliche Selbstbestimmung und Auflehnung gegen Unterdrückung. Die kulturelle und historische Bedeutung von Hexen ist verblüffend reich an Widersprüchen und vielschichtigen Interpretationen. Dennoch scheint die Faszination ungebrochen zu bleiben für ihre übernatürlichen Kräfte und ihre Rolle als Hüterin geheimen Wissens. Eine Faszination, die auch von der Sehnsucht gespeist wird, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde, als unser Verstand erkennen kann.